Angst vor MERS. In Südkorea ist die Zahl der Menschen drastisch gestiegen, die sich mit der gefährlichen Viruserkrankung infiziert haben. Das Gesundheitsministerium ordnet Schutzmaßnahmen an. Fast 2000 Schulen sind landesweit geschlossen. In den übrigen wird vor dem Unterricht Fieber gemessen. Alle Kinder tragen Atemschutzmasken. Wenn wir die rund 10 Millionen südkoreanischen Schüler schützen können, dann können wir auch das ganze Land schützen. Die Regierung sieht sich zuletzt öffentlicher Kritik ausgesetzt, zu spät und unzureichend auf den Ausbruch der Krankheit reagiert zu haben. Mehr als 2300 Menschen aus dem Umfeld von MERS-Infizierten stehen nun unter Quarantäne und werden per Ortung ihrer Mobiltelefone behördlich überwacht. Jeder im Land ist aufgerufen, eine Ansteckung zu vermeiden. Ich versuche, meine Hände noch sauberer zu halten als gewöhnlich und ich achte darauf, wenn meine Kinder niesen und ob sie wunde Kehlen haben. Beim MERS-Virus handelt es sich um einen seit dem Jahr 2012 bekannten neuen Stamm aus der Gruppe der Coronaviren. Infizierte bekommen grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Husten und Kurzatmigkeit. Bei schweren Verläufen kann es zu Lungenentzündung oder Nierenversagen kommen. In Südkorea sterben seit dem Ausbruch der Krankheit am 20. Mai bereits mehrere Menschen.